Was geht, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Pietz mit TV, im geilsten Rack-Kanal on Earth. Besser als alle anderen, die ihr kennt, ja. Und wir gucken heute Speedrunning. Die ewige Suche nach Gold, nach dem Gold. Nice. Achievement. Oh, das kennen wir. Seitdem nicht. Wir Menschen existieren, doch, versuchen das haben wir auch Dinge gesehen, so selbst diese Speedrun-Nummer bei dem, Skyrim. Besser als hier. Der so, ach nee, Moment, der ist ja so. Ja, aber der geworden. Nicht auf dem Pferd. Also ja, das mit dem, ja, der ja. Fliegen so, aber auf dem Pferd hat sagt. Nee, da auf dem Pferd, das stimmt, das haben wir so nicht gesehen. Der andere zu werden, dem schnelleren Fortbewegen, um den Alltag zu meistern, indem so schnell wie möglich sterben, indem man Berge ohne Seil hochklettert, oder der Krieg aus 1886, bei dem die Briten gegen die Sansibaren kämpften und sich nach ganzen 38 Minuten dazu entschieden, den Krieg wieder zu beenden. Wow, Leute, neuer Weltrekord! Doch Jahre später mit dem Zeitalter des Internets sollte all dies in klebrigen Tastaturen und offenen Chipspackungen gebündelt werden mit der Erfindung vom Speedrunning, der Kunst, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. 1993, kurz vor Weihnachten. Der Shooter mit dem Namen Doom kommt raus. Das Spiel ist so unglaublich klein, dass es ausnahmslos auf jedem Gerät läuft. It's 2 fucking megabytes. Doom funktioniert nicht nur auf normalen Computern, so wie jeder ein zu Hause hat. Nein, Doom funktioniert auch auf einem Drucker, einer Kamera, sogar auf einem Bankautomat, einem Taschenrechner, der von Alter, wie Kartoffeln geil wäre das bitte, wenn du Geld abgeben nein! Gehst. Und da ist einfach nur eine Option. Du kannst eine Runde Doom zocken. Ein krank. Dann würden die vielleicht die Automaten nicht immer springen. Dann nicht mehr. Wegen dem Respekt. Ja. Ich habe gelernt, die kommen aus Holland. Also irgendwie. Das sind aus Holland, ja, ja. Kleiner Exkurs, weil ich habe gelernt, in Holland sind in diesen Dingern immer Farbe drin. Das heißt, du springst die auf, ne, Geld farbig, boom, kaputt. Ja. In Deutschland ist das halt größtenteils noch nicht so. Das heißt, also du hast halt nicht nur die, die halt sowieso schon hier aktiv sind, sondern auch noch die in Holland aktiv sind, kommen auch noch alle hier rüber und sprengen alle die Automaten. Die kommen nach Deutschland, weil die Strafverfolgung über die Grenze halt nicht so instant ist. Ja, aber, die dürfen aber halt. Ist nicht einfach so, über die Grenze hinterherfahren. Ist es denn so wirklich, dass in Deutschland in dem Geldautomaten keine Farbpatrone drin ist? Teilweise nicht, nee. What? Ich hab ja. So. Noch eine Geschichte. Pass auf, boah, das wäre mir auch neu. Neu. Wo wir gerade bei Farbe sind. Ich habe letztens, kennt ihr diese, wenn ihr im Einkaufsladen seid, hier so bei Klamotten und ihr habt diese runden Sicherheitsdinger da an den Klamotten. Mhm. Wenn da mal irgendwas dranbleiben sollte, nicht weil ihr das geklaut habt, sondern weil das vielleicht vergessen wurde abzumachen, versucht die Dinger nicht abzubauen. Da ist Farbe drin. Hm. Ich verstehe. Okay. Einem Schwangerschaftstest. Schatz, du bist nicht schwanger, du bist Doom. Oh mein Gott. Doom spielen innerhalb von Doom. Doom steuern mit Hilfe von einem Klavier. Toaster, wie geil ist das denn? Doom steuern mit dem Autogaspedal, während man mit der Hupe im Spiel Gegner erschießen kann. Ja, völlig safe. Okay, zurück zu Weihnachten. Das Spiel ist ein voller Erfolg und gefühlt jeder hat Doom zu Hause. Was man jedoch nicht machen kann, ist zusammen mit seinen Freunden spielen. Was macht man also, wenn es keinen Multiplayer gibt? Richtig. Du versuchst das Spiel schneller durchzuspielen als deine Freunde. Und da es 1993 noch kein YouTube gab, um seine Runs hochzuladen, schickte man sich gegenseitig kleine Dateien über das Internet, in denen die Tasteninputs gespeichert waren und konnte somit die Spielabläufe von seinen Freunden bei sich abspielen und zu gucken, wie sie das Level durchgespielt haben. Verdammt, er war schneller! Daraufhin das ist ja, Alter, ganz ehrlich, das ist so kompliziert, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte, dass das eine Möglichkeit wäre. Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich habe das Spiel in einer Stunde durchgespielt, war ganz easy. Ja. Da glaubt ja keiner. Aber so kannst du ja easy behaupten, ich habe das auch in einer Minute gemacht, weil du das einfach kopierst. Das ist ja, richtig, da muss halt nur der Erste sein. Ja, vor allem, wie schnell könntest du auch die Tasten, also, ich meine, wenn du ein TAS hast, also hier Task Assisted Speedrun hast, dann ja, könntest du ja im Prinzip auch einfach die Tastenkombination ändern, damit du schneller bist. Genau. Toss, stimmt, nicht TOS, also, TOS. Ja. Ja. Also, dann ja, könntest du einfach. Waren ja die Anfänge, also. Aber wild, dass es so begonnen hat, krass. Tut es das, ja, meine ich ja. Oh Gott. Alter.
bildeten sich im Internet kleinere Gemeinschaften, die gegeneinander Doom spielten, um einfach nur zu gucken, wer schneller ist. Und zack, Speedrunning war geboren. Nice. In diesen Communities konnte man sich bestimmte Ränge verdienen, indem man ein Examen einreichte, das zeigte, dass man ein Level in einer bestimmten Zeit abschließen konnte. Dann wurde ein Doom-Archiv gegründet, wo die besten Zeiten dokumentiert wurden, und je mehr Spiele über die nächsten Jahre dann rauskamen, desto mehr Archive wurden erstellt, was schlussendlich dafür sorgte, dass 2004 eine universelle Seite für alle Spiele, wie zum Beispiel Quake, Metroid Prime oder Zelda Ocarina of Time, in der man die besten Speedruns einsehen konnte, erstellt worden ist. Krass. Nochmal 10 Jahre später und Zelda Ocarina of Time ist mittlerweile in 18 Minuten durchspielbar, indem man sich mithilfe einer Wasserflasche vom ersten Dungeon zum Endboss teleportiert. Bei Half-Life werden jegliche Gesetze der Physik gebrochen. Und die Doom-Rekorder aus den 90ern wurden bis ins kleinste Detail perfektioniert. Und diese neue Plattform namens Twitch bekommt gerade den Boom ihres Lebens. Und Speedrunner fangen an, ihre Runs live vor Tausenden an Zuschauern zu spielen, was somit auch die goldenen Tage vom Speedrunning einläutete. Und irgendein Nerd mit 10 seiner Kumpels dachte sich zu der Zeit, komm, wir gehen zu meiner Mutter nach Hause, die wird schon nicht nerven. Und spielen ganz viele Spiele live vor Kamera auf Twitch durch. Und so entstand die mittlerweile größte Speedrun-Veranstaltung namens Awesome Games Done Quick. Das ist echt Spaß. Cool. Ja. Passe, der das gerade läuft, komm ich da gerne rein. Die Speedruns sind ja. Das, wirklich ja, das cool, sind aber immer so Gummelspiele, nice. Meistens, leider. Ja, es sind ältere Games. Ich nie selber gespielt habe. Ja, aber ja, also so. Classic halt. Weißt du, so, weiß nicht, Final Fantasy, keine Ahnung, 3 oder so, finde ich dann schon irgendwie cool. Super Mario 64 ist auch mega nice. One Piece meets Speedrun. Ja, ich für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das nie so richtig entdeckt, zu sagen, ich will jetzt. Wer war denn das? Papa Platte macht das doch auch, oder? Mit Super Mario oder wer war das? Dalu hat das gemacht. Ne? Dalu also, ist stark dran. Das finde ich immer cool, wenn Leute das machen. Ich gucke mir das auch gerne an, aber das irgendwie selber zu machen, da hätte ich irgendwie dann und ein Hüpfspiel. Ah, Leute. Kann ja auch nicht. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, Powerplatte. Total haltsam anzuschauen, aber Gamer sind halt eben Gamer. Die Kampfspiel-Community hat beispielsweise einen sehr besonderen Ruf von sich gegenseitig verprügeln, also in Real Life. Oh mein Gott! Ein bisschen zu Leuten, die sehr salty die Halle verlassen, nachdem sie kurz vorm Tod vor hunderten Leuten geteabagged wurden. Oh! I absolutely agree. That's a controller break. That's unfortunate. Get taunted. Wie assi, ey. Und selbes gilt halt eben für die Speedrun-Community, nur mit ein bisschen weniger Testosteron. Wir haben einmal diesen jungen Herrn hier, der wirkt wie ein NPC, der von seiner normalen Route abgekommen ist. Was? Das Mädchen, was mitten im Stream anfängt zu weinen und ihre Lebensgeschichte erzählt, konstant unterbrochen von lautem. Was? Hoi? I would really prefer if you would be quiet. What? Nice mustache. Thank you. Aber wenn du dich halt am Konzentrieren bist, ist es halt schon nervig. Der legendäre Snipper. Bis heute werden in den Kommentaren zahlreiche Theorien darüber. Hat er nicht einfach was unterm Stuhl rausgeholt? Ja, der hat so getan, als wäre was runtergefallen, damit er den Sitz schnüffeln kann. Nein. Das glaube ich nicht. Als wenn. Ich habe das erst gar nicht kapiert gerade. Ich dachte einfach, er holt seine Tasche da unten raus, weil die liegt da oder so. Ja, der hat das schon perfektioniert, das System. Alter, Junge, da gibt es ja tausend Berichte im Internet. Komm, also ich meine. Okay. War aufgestellt, ob der Schnüffler nur etwas aufgehoben hat oder ob das eine klar geplante Operation war. Warum kommt ein Typ danach und deppt? Warum ist das die gleiche Stelle, an der der NPC von davor lang gelaufen ist? Ist das etwa ein zusammenhängender Nebenquest? Sind wir alle eigentlich nur NPCs in der Welt vom Stuhlschnüffler? So viele offene Fragen. Andere Stuhlschnüffler. Das hat sogar ein Wikipedia-Eintrag. Ja, aber guck mal, der kommt: I consider myself a professional seed sniffer. Alter. Ist das. Oh. Aber alleine kleine schon so einen Typen da reinzu, also das, wie kommt man auf die Idee, wenn der da gerade seinen Weltrekord versucht? So, möchtest du dich kurz mit mir vielleicht unterhalten? So, hä? Also. Oh. Ich mag Gamer. Taren behaupten, etwas absichtlich fallen zu lassen, sei eine beliebte Strategie. Er hat gebetet. Okay, abseits davon sorgen diese Events für einen immer größeren Ansturm darauf, Spiele schnell durchzuspielen. Immer mehr Weltrekorde, die gebrochen wurden. Immer mehr Leute, die ihr Können live zur Schau stellten.
Doch wie ob. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass ich auch in den Top 30 bin von Peggle Knights. Ja, bist du das immer noch? Wait, von was? Ich dachte Peggle. Ja. Aber Peggle Knights. Du bist das immer noch. Ja, vielleicht auch in den Top 40 mittlerweile der Welt. Aha. Warum willst du in deinem Stream was? Das Knacken, ja? Ich wollte sagen, vielleicht kriegst du dich heute so nochmal zu unterbieten, Bram. Wie wird der mit Platz 20? Wie lang ist dein Peggle Run? Boah, so ewig ist der gar nicht. Ich glaube, eine Stunde 40 oder so. Hast du dich denn da wieder auf? Erst rein also, trainieren. Also, du musst halt immer auch bedenken, Christian, dass 40 von 40 oder so eingereicht haben, ne? Ach so. Ja, aber trotzdem, das heißt ja. Also da du ja auch einfach nur drauf losgespielt hast, kann es ja sein, wenn du wieder einfach nur drauf losspielst, dass du deinen eigenen Rekord unterbrichst. Ja, wir haben ja unseren richtig. Eigenen Rekord da irgendwie am Laufen in Brotato, das schlage ich viel lieber. Das? Ja, gucken wir mal, ob du das 89, schaffst. Ey, das ist ja... Boah, 89 Alter. Mittlerweile, yo, schon 2:11. Will mich schämen. Ja, welchen Platz hast du denn, Jay? Ja, habe ich mich noch nicht... Ich wusste mich nicht damit, Speedrunner zu sein. Okay. Und einfach 89 von 89 machen wir auch nicht. Bram hat nur gesagt, der hat das Top 100, der will, das war super. Ja, wirklich. Optimiert man einen Run? Wie schafft man es, das Maximum aus einem Spiel rauszuholen, um der zu sein, der den nächsten Weltrekord bricht? Vier Minuten 57. Indem man sie findet. Nee, 4 Stunden, glaube ich. Abkürzungen, Routen und Glitches im Spiel. Die nee, Moment. Das waren 4 Minuten. Das sind 4 Minuten. 4 Minuten 57. Der hat dabei einen Puls von 150? Natürlich. Indem man sich findet. Ja, aber der hat das schon 78.000 Mal gemacht. Ja, egal. Ja, aber der war ja gerade wieder bei. Ich glaube auch, also... Kürzungen, Routen und Glitches im Spiel, die Schätze, die in jedem Code versteckt sind. Und genau dadurch begann die Suche nach dem ultimativen Speedrun. Geil. Okay, stellt euch vor, alle Spiele zusammen ergeben eine riesige Höhle. In dieser Höhle ist jedes einzelne Spiel ein neuer Minenschacht. Speedrunner betreten diese Höhle Tag zu Tag, um neue Sachen über das Spiel herauszufinden. In diesen Minen lässt sich das Gold finden, der nächste Trick oder Glitch, mit dem sich das Spiel noch ein bisschen schneller durchspielen lässt. Sehr wertvoll. Mal ist es eine kleine Abkürzung, um noch ein paar Sekunden zu sparen. Manchmal ist es ein neuer Glitch, um sich noch schneller fortzubewegen. Und manchmal ist die Entdeckung so groß, dass der Fund sogar ganze Schlagzeilen in den Medien macht und kurzzeitig alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich will ein Kind von dir! Alle Funde werden archiviert und gespeichert. Man erstellt Excel-Tabellen, Landkarten oder Routenbooks und alles mögliche. Nee. Hast du den Speedrun gesehen von Elden Ring nicht? Wo das losging mit, ich weiß noch, der erste unter 2 Stunden Speedrun und da waren dann irgendwie nachher 8 Minuten. Mit so also ein paar Sachen kenne ich, weil ich mir die dann angeguckt habe, aber ich habe noch nie mitbekommen, dass irgendwie ein Speedrunner jetzt so einen Weltrekord bricht und plötzlich das Internet kaputt geht. Aber so die, das ist ja auch nur in seiner Bubble halt, ne? Deswegen, das ist halt immer so Bubble. Ja, deswegen frage ich ja, ob das etwas übertrieben ist oder ob ich da einfach nur. Ja. Der Gaming-Bubble schon nicht. Was haben wir gesagt? Hinterwelt da bin. An Dokumenten, um das Gold am Ende auch verwenden zu können. Und kommt ein neues Spiel mal raus, wird ein neuer Minenschacht eröffnet und der Vorgang wiederholt sich. Manche Höhlen wie Super Mario 64 sind bereits so groß und erforscht, dass das meiste Gold wahrscheinlich bereits gefunden wurde. Diese Suche nach dem Gold findet jetzt schon seit Jahren statt. Und die Höhlen wurden über die Jahre größer, die Speedruns wurden schneller und die Community um das Spiel herum wuchs. Und nun lasst uns mal schauen, was 30 Jahre Graben so hervorgebracht haben. Der wahrscheinlich bekannteste Speedrun-Move ist der BLJ. Zwei Mexikaner entdeckten im Jahr 2000, dass man die eigentlich unendliche Treppe in Mario 64, für die man eigentlich 70 Sterne braucht, sehr viel früher passieren kann, indem man durch einen Glitch mit Highspeed nach hinten springt. Mario kann damit gefühlte Schallgeschwindigkeit. Aber da hätte ich mal eine Frage zu. Müsste nicht, also die Jungs, die das rausgefunden haben, oder generell in allen Spielen immer so den ersten Speedrun hinlegen, müssten die nicht eigentlich viel mehr Fame abkriegen, weil alle anderen können sich das ja dann angucken? Sie ja, glaube ich, auch. Also sie sind ja quasi in die Geschichte eingegangen, indem sie bei Mario das revolutioniert haben, den Speedrun, oder? Also dachte ich auch so. Also das Einzige, was ich mir da ein bisschen angucke, ist bei Trackmania, weil ich da folge ich dem skandinavischen YouTuber Virtual, heißt der. Und der geht auch unter auch so Historien von bestimmten Strecken ein, wie Speedruns sich entwickelt haben. Und voll krass, dann hat halt Person XY halt hier noch irgendwie den Mega-Hack gefunden und war dann halt 3 Tage erster, bevor halt der nächste mit diesem Mega-Hack dann schneller wurde. Und irgendwie interessiert keine Sau immer, wer die Sachen gefunden hat.
Sondern immer nur, wenn außer der Beste so gerade ist. Bei so super relevanten Sachen wie da, wo es halt eine crazy Abkürzung und wo es ein richtiger Glitchfund ist. Das ist ja fast mit allen Rekorden eigentlich. Die sind, also Rekorde werden gebrochen. Und wenn du Erster bist, dann hältst du ja eigentlich selten den Rekord bis, weiß Ende, ich nicht, ja, ein paar Jährchen. Ja. Aber du bist der Erste. Du bist der Erste. Denn fast jedem Speedrun heutzutage verwendet. Generell versucht man des Speedruns, sein Movement so gut wie möglich zu optimieren. Alter, dieses Spiel. Sei es das Bunny-Hopping in Half-Life, bei dem man durch richtiges Laufen immer schneller wird, auch übrigens rückwärts möglich. Was ist eigentlich Gravitation? Sich mit Hilfe vom Springen auf Items nach oben bewegen. Der Super Slide in Zelda, bei dem man mit Hilfe einer Bombe durch die Welt sliden kann. Das Massakrieren seines Controllers in Wind Waker, um jegliche Schwimmrekorde zu brechen. Das simple Wallrunning in Doom. Man ist schneller, wenn man an der Wand läuft. Das sich selber boosten durch Raketen in zum Beispiel Quake oder der berühmte Horse Tilt in Skyrim. Anstatt sich durch die erste Höhle zu kämpfen, die halbe Welt zu durchqueren und schlussendlich mit letzter Kraft nach 3 Stunden Weißlauf zu erreichen, kannst du auch einfach im richtigen Zeitpunkt von einem schräg aufgestellten Pferd springen. Hey, da fliegt ein Mann in der Luft! Pferde ist kein in Skyrim sind. Nein, also doch, meistens stirbst du. Außer du machst das richtig, dann landest du genau vor White Run im Wasser. Okay. Wenn du falsch landest, landest du auf der Brücke oder auf dem Land, dann bist du tot. Nein! Geil. Eher ein bisschen cursed und kann zum Beispiel Berge hochlaufen, genauso wie in Real Life. It is a flying horse. Dann gibt es Methoden, um große Teile vom Spiel zu überspringen. Der Zip in Elden Ring, bei dem man blockend im richtigen Moment nach vorne gehen muss und dann extrem weit geradeaus teleportiert wird. Stark. Respekt, Kakarot. Was? Das klingt nicht übel. Und so lässt sich das 100-Stunden-Spiel, wo Entwickler ganze Jahre dran gearbeitet haben, in ganze 4 Minuten durchspielen. 10 Minuten mittlerweile. Wait. In Outlast kann man einfach 90% vom Spiel skippen, indem man einfach nur an der richtigen Stelle über einen Busch in den Abgrund springt. Und dann gibt es noch das Credit Warpen, bei dem man das Spiel durch eine Vielzahl an Glitches so manipuliert, dass man sofort bei den Credits landet. In Super Mario muss man unter anderem einen Feuerball schießen und dann von Yoshi auf einen Coin springen und zack, die Credits zu laufen. Yes! Dasselbe ist passiert in Zelda. Und das man zählt dann als durchgespielt, nur weil die Credits kommen? Das kommt drauf an. Chris, gibt ja unterschiedliche Versionen genau, von Speedruns. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Kategorien. Ganz oft gibt es halt Any Percent, 100%. Okay. Ja, also je nachdem, in welcher Kategorie dann mit halt Glitch ist. Oder ohne genau, Glitch. Genau, ohne Glitch, muss ich sagen, finde ich eigentlich am coolsten. Also ja, klar sind die Glitches drin und das ist auch dann ganz witzig, aber so für mich mag ich irgendwie die ohne Glitches lieber. Ja, ich auch, ja. Zeug im Wald machen, einen unsichtbaren Topf hinlegen und das Spiel ist vorbei. 3 Minuten 52. Und in Pokémon muss man sich einfach durch das unsichtbare Inventar glitschen, wählt das Item J aus und du hast das Spiel erfolgreich durchgeführt. Genau aus diesem Grund gehe ich einfach niemals ohne unsichtbarem Inventar aus dem Haus. Dann gibt es noch die Methode, bei der man sich durch verschiedene Wände backt, um frühzeitig Gebiete zu erreichen oder sogar ganze Passagen vom Spiel überspringen kann. Sei es das einfache One-Clicking in Wände rein oder das Entlanglaufen außerhalb der Map, um ganze Abschnitte zu überspringen. Vor ein paar Jahren hat der Spieler mal durch Zufall herausgefunden, dass Link in Twilight Princess... Wir haben doch irgendeine, haben wir doch gesehen, bei Mario, bei irgendeiner der Strecken, wo der doch so da abgegangen ist. Das haben wir uns doch schon mal angeguckt. Seitdem seid ihr doch da auch durch die Gegend gesprungen. Ach, wir haben uns mal ein Video angeguckt mit den besten Abkürzungen in Mario Kart, ja. Ja, genau. Und dann gibt es noch irgendwie eine mit der Regenbogenstufe, wo der auch einfach nur so die Bahn eigentlich quer nimmt und in 10 Sekunden eine Runde fährt oder so. Das ist abgefahren. Das war glaube ich, aber was ist denn jetzt hier los? Nee, ich möchte nicht. Das war ja, auf einmal sagt meine Uhr, dass ich jetzt gerade Fahrrad fahre. Und oder, okay. Ich weiß nicht. Bei Hyrule ist sowas doch Standard. Ey, also ich glaube, die Speedrunner freuen sich immer über Bethesda Rollenspiele, wenn die rauskommen. Da hast du die meisten Glitches auf jeden Fall drin. Ja. Ist, wenn der Rubchen anstarrt und sich jede Minute ein kleines Stück nach hinten bewegt. Nein. Heißt also, sollte man zufällig vor einer Wand stehen und dann in 17 Stunden absolut gar nichts machen, schafft man es, eine ganze Passage zu überspringen. Spieler gehen in diesen 17 Stunden schlafen. Epic Gamer Moment. In Mario Kart funktionieren die Shortcuts ein wenig anders. Man versucht nicht einfach schnell durch die Strecke zu fahren, sondern frühere Checkpoints auf der Map zu erreichen, damit das Spiel denkt, man wäre bereits die ganze Strecke bis dahin gefahren. Und das, ohne die Linie zu erreichen, bei der das Spiel sieht, dass du einfach nur wie ein Noob zurückgefahren bist. Bei Varios Goldmine springt man dafür auf ein Rohr.
Incredible. Bei der Mario Kart Wii Vulkan Map springt man auf den Hügel, fährt einmal drumherum und hat eine Runde abgeschlossen. Und der Shortcut bei der Regenbogenstrecke ist so unglaublich schwer, dass es Jahre gebraucht hat, dass ein Mensch den überhaupt das erste Mal schaffen konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guys. Guys, I did it, I did it. Und dann gibt es noch diese große... I did it. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der heilige Karl, aber, Leute. Jahren. Aber gerade bei dem Dude von der Regenbogenstraße, denke ich mir richtig so leise, wie der auch war. So, ey, guys, I did it. So, als wenn er so leise zu Hause war. Weißt du, die Frau schläft schon, das Kind schon. So, weißt du, er freut sich eigentlich mega. Aber so, ja. Guys, I did it. Hab ich da auch nichts gesagt. So. Weil gerade schlafen alle. Großen Funde, die heiligen Grale vom Speedrun. In Zelda Wind Waker gibt es eine Barriere, die in einem Speedrun 2 volle Stunden einsparen würde, wenn man diese irgendwie überspringen könnte. So, yeah, if you ever find a way past that, it would be the Holy Grail. Leute haben ein $1,200 Kopfgeld ausgesetzt für den, der herausfindet, wie man diese Barriere überspringt. Man kann sich nicht über die Wand glitschen. Man kann auch mit keinem Bug unter der Wand hindurch. Und nach 10 Jahren konstantem Graben nach einer Lösung für diesen Skip ist Folgendes passiert. Was? I did it! Where is he? Und so konnte der Glitch nach... Aber da habe ich mal eine Frage. Wie kommt man auf die Idee, diese Bewegung auszuprobieren? Alle, ja, eigentlich müsste, einfach alles also aus, wenn die smart sind, müsste es ja eigentlich, also das ist ja so voranmäßig aufgebaut, müsste es ja eigentlich so eine Dokumentation geben von dem, was Leute schon ausprobiert haben. Ja. Dann musst du halt anfangen, irgendeinen Shit zu machen. Den und du Leute fangen ja irgendwann an, wirklich im Code zu gucken, was passiert, wenn du Sachen machst, also die halt im Code vielleicht nicht richtig sind oder wo du halt Bug-Using betreiben kannst. Und bei so einem alten Spiel ist wahrscheinlich einfach wirklich viel schon geleakt und der probiert einfach alle möglichen Sachen aus. Aber das gehört jetzt mit dazu, dass er Pause gedrückt hat, ne? Der hat, ja, glaube ich, ja, den Enterhaken oder so, den er gerade benutzt hat, ne? Ja, irgendwie sowas, ach, ja. Aber das sieht doch voll simpel aus. Da sind die 10 Jahre nicht drauf gekommen. Oh Mann. Ja, aber auch der, wieder morgens um 3, alle anderen schlafen schon. Yeah, ja. I did this. Einiger Zeit konstant in die Speedruns etabliert werden. And I'm gonna get an item so I go. Oh, there it is. First try. Gibt auch noch nicht First Try. Ey, yo, what the fuck? Ein anderer Spieler speedrunnte mal Mario 64 und das hier ist passiert. What the? Did you get invisible ball? Da Mario 64 das meistgespeedrunteste Spiel ist, wurde auch hier ein $1,000 Kopfgeld ausgesetzt für den, der den Glitch reproduzieren kann. Immerhin wäre diese Entdeckung für Speedrunner gleichzusetzen mit der Entdeckung Amerikas. Nun, nach 8 Jahren schmerzvollem Forschen weiß man schließlich, dass an diesem Tag Folgendes passiert ist. Wenn Sterne in unserer Galaxie oder irgendwo in anderen weit entfernten Galaxien explodieren, entsteht kosmische Strahlung. Oh cool, diese die hatten wirklich einen Bitbug, hier ein Cosmo-Bitbug oder wie die heißen. Atmosphäre. Diese Partikel interagieren mit der Erde, oft mit elektronischen Geräten, was jedoch meistens kaum bemerkbar ist. Da waren wir kurz mal weg. Da waren wir ganz kurz weg, wir haben nicht viel verpasst, tut mir leid, wir gucken jetzt aber von da aus weiter. Ihr müsst aber nicht F5 drücken. Genau, ihr müsst ja gar nicht F5 drücken, das lag an uns und mein OBS hat einen Abgang gemacht. Also deswegen, wir haben nochmal ein Stückchen zurückgespult, ich klatsche auch nochmal. So, und weiter geht's. Bitflip. Im System durch den Partikel verändert wurde. Und ja, ihr ahnt es, selbes ist 2013 passiert, als der Super Mario 64 Spieler sich wegen willkürlicher Weltraumaktivität hochteleportieren konnte. Und dann wurden natürlich noch andere. Kann keiner Bugs schlagen, gefunden, deine Zeit. Ja. Wenn er weitergemacht hat, ne? Ja, genau, stell dir vor, dir passiert hat, dann denkst du, was ist das denn? Dann bleibst du einfach stehen, weißt du, und überlegst das, was ist denn jetzt passiert? Genau. Guck mal, wenn du, weiß ich nicht, 2 Stunden an der Passage gespart hast und dann einfach den Speedrun machst, dann bist du All-Time-Speedrun-Meister, oder? Ja, dann darfst du halt nur niemandem verraten, wie du das gemacht hast. Ja, weißt du ja selber nicht. Ja, in dem Fall schon, aber die 2 Stunden war ja bei Zelda. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das da ist. Dann bist du ja höchstens wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie schnell die sind, aber so ein Tag oder so. Wild, ey. Spiel Gandhi im Spiel Civilization, der in Real Life eigentlich relativ friedlich war und in Geschichtsbüchern als Prophet und Held gefeiert ist krass, hat, sich aber durch einen Bug im Spiel konstant mit Nuklearwaffen bedroht und irgendwann anfängt, dein ganzes Land zu bombardieren, was ihn somit zum absolut gefürchteten Todbringer in der Community macht. Bombardier diese Nuttensöhne. Der berühmte Missing No Glitch in Pokémon Rot, bei dem man an einer bestimmten Stelle einer fehlenden Textur begegnen kann, was übrigens auch als ziemlich beliebtes Cosplay-Kostüm enthält. Und schon mal gefragt, was passiert, wenn man ein Portal von 2 Portalen da gibt's ein Video zu. Ja. So theoretisches.
Achso, okay. Ja, so ein Theorie-Ding, wenn du die Portals, wie du die dann anordnest, dann wärst du an einer Stelle irgendwie gleichzeitig, keine Ahnung. Also es war mega weird, aber da gibt's ein Video zu. Hm. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Es gibt eine 1 zu 90.000 Chance, dass man in Mario Kart durch einen bestimmten Zaun klippen kann. Was? In einem SpongeBob-Spiel läuft alles deutlich schneller, wenn die CD dreckig ist. Ich meine, man hätte doch einfach Staub sehen können. Der Endboss in Two Worlds lässt sich in 2 Minuten besiegen, wenn man sich neben einen Dorfbewohner stellt und beide vom Feuerball des Endbosses getroffen werden. Die Dorfbewohner werden daraufhin ziemlich wütend und knüppeln den Endboss im Spiel vor deinen Augen einfach tot. Oh, mega. Und wenn du nicht so viel Skill hast, dann kannst du dich bei den spezielleren Speedruns beweisen, wie zum Beispiel am schnellsten die Nippel von Mario entblößen. There they are, the nipples. Ja, stimmt, den Nippelrun habe ich auch schon gesehen. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, du musst halt zur Stelle kommen, wo der. Ich glaube, in Odyssey war es. Und in Super Mario 64 oder so. Da gibt es dann so Speedruns halt. Wer schafft es als erstes zu der Stelle zu kommen, wo Mario mit nacktem Oberkörper steht? Das ist, das ist dann nicht Any Percent, das ist Nipple Percent. Ah, okay. So ein Quatsch. In Mario Sunshine ist das ja. Blauen Panzer in Mario Kart treffen, Peter Griffin in Remaker nachstellen. Obama! Remaker 44 Sekunden! Sich in allen möglichen Spielen so zügig wie möglich irgendwo runterstürzen, um sich schnellstmöglich umzubringen. Den Seed Walrus in Minecraft eingeben und in unter einer Sekunde einen Diamanten bekommen. In China gebannt werden. Einen Burrito in unter 14 Sekunden machen. Yes, 13 seconds, look at that. In Skyrim. Der hat doch nicht in 13 Sekunden die Tomaten klein gehackt. Nee, aber alle Zutaten zusammengerollt. Was ist das für ein Quatsch? Ja, okay, hey, cool. Ja, also, du musst nur deine Das ist halt so, cool. Ja, stimmt, manche Runs auf jeden Fall, aber andere, die sind dafür sehr viable. Ja. Muss man halt schon sagen. Klar, also es gibt halt wirklich lustige Sachen. Also mit Mario Nippel ist halt richtig lustig, aber. Also die Sachen gerade, denke ich mir so, ja, macht mal. Das krasseste ist ein MP, daraufhin teabaggen. Yo, what the fuck? Und wenn man auf der Suche nach einer wirklichen Challenge ist, begibt man sich in die dunkle und kalte Speedrun-Welt der Souls-Teile. Hier eine kleine Anekdote. Es gab im großen Reich von Elden Ring einmal einen mutigen Helden. Er brauchte zahlreiche Versuche, den allerschwersten Boss aus allen Souls-Spielen namens Malenia zu besiegen. Die stärksten Kämpfer und Krieger scheiterten an diesem Boss und brauchten teilweise Wochen, um ihn zu bezwingen. Hey, so hart war der doch gar nicht. Die ist halt auch einfach bitchy. Als er... Also... Ich glaube, so lange habe ich mit Peter nicht an der gesessen. Also schon ein bisschen, irgendwie so 30, 40 Minuten oder eine Stunde oder so. Ja, aber das war es dann auch. Es ging auch, glaube ich, darum, dass du ohne die Wii-Dinger, ohne die komischen Berufungen. Atome, Berufungen, ich weiß es nicht, wie die Teile heißt, das machst. Weil dann ist das natürlich einfach. Die kannst einfach totstaggern. Mit den 3 fliegenden Fuckfelsen, mit dem Meteoritenschlag. Ihr habt ja auch mit Cheaty Weapon Parts totgespammt. Sachen, die im Spiel keine Glitches sind, sind keine Cheaties. Also da verstehe ich dann auch wieder die Einstellung nicht. Aber ja. Denn schließlich bezwang, machte er es sich zur Aufgabe, diesen Bosskampf so gut zu studieren, dass er fortan problemlos anderen Abenteurern bei dem Boss helfen konnte. Und so zog er komplett nackt, nur mit einem Topf auf seinem Kopf und 2 Katanas in den Händen los, um anderen Spielern zu helfen. Vorausgesetzt, sie warten sitzend an der Seite und lassen den nackten Mann mit dem Topf auf dem Kopf den Boss ohne einen einzigen Treffer alleine besiegen. Der Name dieses Spielers hieß... Let me solo her. 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 Der Mann wurde zur Legende und prägte die Community so sehr, dass er bis heute mehr als 1000 Leuten dabei helfen konnte, den schwersten Boss aus allen Souls-Spielen zu besiegen. Und auf die Frage, warum er denn keine Rüstung tragen würde, sagte er nur, warum eine Rüstung tragen, wenn man eh nicht getroffen wird. Man kann also festhalten, die Souls-Community hat 1-2 Schrauben locker. Wie wär's mit Dark Souls mit einem Piano durchspielen? Aber ist das, das ist aber nicht der Typ, der jetzt alle Gegner durch Melania ersetzt hat, oder? Nee, weiß ich nicht, aber ich nicht. Der ist aber wild. Da habe ich tatsächlich von gelesen. Guck mal an, also irgendwer hat doch jetzt gemoddet, dass jeder Spiel in Elden,
Jeder Gegner in Elden Ring wird durch Melania ersetzt. Ja, da gibt es mittlerweile eine Menge Spaß. Dieses ganze Mod-Packets gibt es mittlerweile dafür. Das ist ziemlich cool. Auch die Randomized Doors wohl. Habe ich gestern auch im Video vom Bushi gesehen. Okay. Das ist auch cool. Da hast du jede, also einfach jede Tür ist ein Portal, was irgendwo anders hingeht. Null. Random. Ah ja, okay. Aber also, wild auch mit Tanzmatte, ey. Finde ich stark. Und das mit der ja, Sepp, das ist nicht nur mit der Tanzmatte, sondern die hat einen Elden Ring mit der Tanzmatte gespielt und das andere gleichzeitig mit dem Controller. Was? Ja. Dark Souls mit kabelgebundenen Bananen durchspielen. Alle Bosse in Dark Souls und das komplett blind. Monatelang komplett durchgrinden, um alle Souls-Spiele nacheinander ohne einen einzigen Treffer durchzuspielen. Was? Alle? Stop for no Heron! Natürlich kann man das Speedruns auf G. Entweder man. Der musste dann herhalten. Ich hab mir das Video angeguckt. Alle Souls-Spiele ohne einen Hit. Also, ja, und wenn ein Elden Ring getroffen worden wäre, jetzt am Anfang wieder anfangen müssen. Ja, also wie wollen wir hier rein? Also Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne und dann Elden Ring, oder was? Ja, oder und Sekiro war, glaube ich, noch mit dabei. Ach so, was? Ja, klar. Oh, wie viele Stunden? Man schneidet einzelne Passagen zum perfekten Speedrun zusammen oder lässt einfach ein Video laufen, während man so tut, als würde man gleichzeitig selber spielen. Der Bro hier hat das so unglaublich schlecht gefaked mit Cola und Lava-Lampe. Epic Gamer hier. Dass er zum ultimativen Running-Joke in der Speedrun-Szene wurde. Oder man guckt bei blinden Speedruns einfach durch die Maske hindurch. Ein deutlich größerer Skandal der letzten Jahre war der Dream Minecraft Speedrun, bei dem er in verschiedenen Runs zufälligerweise so viel Glück bei den Piglin-Jobs hatte, dass sich sogar Mathematiker mit der Frage beschäftigt, um herauszufinden, ob er gecheatet hat. Speedrunning Minecraft comes a lucky player. Ender Pearls, Blaze Rod. Und naja, Reddit hat mal wieder Reddit-Dinge gemacht und das Ganze endete in ganz schön viel Drama. Oh my goodness, you guys aren't gonna believe how many diamonds I found. Was? Das ist ganz schön viel Mathe, das werde ich mir nicht alles durchlesen. Die Zusammenfassung ist, a Dream hat entweder so viel Glück wie ein Lottogewinner, der 26.000 Mal nacheinander im Lotto gewinnt oder 15 Millionen Mal von einem Blitz getroffen wird. Oder er hat einen Minecraft-Mod installiert, der die Drop-Rate von Enderperlen hochschraubt. Und Dreams Antwort darauf war dann... Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Mega. Das ja, könnte ja Legend sein. Kann ne? ja sein, genau. Das ist ja dein Ding. Also... Niemand kann beweisen. Nach ganz langem Hin und Her und viel zu langen nervigen Statements gab er es dann endlich zu. Oh. Minecraft Speedruns, das sind generell. Aber ich frage mich, wenn die sich da so reinsteigern, sind die dann auch, also was heißt cool damit, aber ist dann auch Ende? Also nach dem Motto, okay, du machst halt keine Speedruns mehr, alles scheiße, oder flippt die dann wieder aus? Das ist wie bei Drachenlord, da kommen die in dein Dorf und zünden alles an. Genau, also kommen die dann zu dir nach Hause und weil du in irgendeinem Spiel halt bei einem Weltrekord schummelt hast. Also das weiß ich nicht, aber was ich mich viel mehr frage, ist andersrum, wie zum Beispiel der Dark Souls-Spieler, der ja alle Souls-like-Spiele gespielt hat, ohne getroffen zu werden, ja? Ja. Mhm. Und der hat dafür ja ewig gebraucht. Da hat er nicht an einem Nachmittag gemacht, ja? So, stell dir vor, du machst du machst so ein Projekt, fängst du an, irgendwie am 1. Januar, und dann streamst du halt ein paar Monate lang. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du das geschafft hast. Klar, bist du glücklich, aber dann kommt der erste Tag danach. Was machst du denn dann? Dein ganzer Content besteht einfach daraus, dieses Spiel zu streamen. Weißt du, schneller mal wieder mit dem Hund rausgehen. Deine Kinder sehen. Wer weiß. Das gleiche nochmal im Blind, ja. Ja, genau, du brauchst ja noch eine andere Challenge. Also ich meine, er hat es ja normal durchgespielt. Mhm. Und wir haben ja die Eingabemethoden eben gesehen, die es alle gibt. Mit also Tanzmatte oder Poster, Banane, Tanzmatte. Leute machen sich seit Jahren auf die Suche nach dem perfekten Seed, mit dem sich das Spiel am schnellsten durchspielen lässt. In einem Dorf spawnen, alle Betten mitnehmen, direkt im Dorf in den Nether rein, dort ein neues Portal bauen, direkt im Portal rumspawnen, den Enderdrachen mit Betten massakrieren, 1 Minute 47. Was? Na, du kannst mit einem Enderportal einfach zu lange das Dorf gesucht. Am Portal zum Drachenspawn? Wie crazy ist das denn bitte? Das Ding ist, was bei uns das sehr viel kürzen würde, alleine schon wäre, wenn wir halt jedes Mal neu starten würden, wenn du halt nicht in einem Dorf spawnst. Ja.
Das ist richtig. True. Das wäre wahrscheinlich smart. Also deswegen, also wir wären auch richtig gut. Vor allem in den letzten Jahren hat man einen enorm großen Ansturm auf Speedruns gesehen. Seien es die Wettrennen unter Streamern, die Randomizer-Runs auf YouTube, oh God, surprise, werewolf. Oder die noch größeren Speedrun-Veranstaltungen, die heute leider etwas korrupt geworden sind. Jeden Tag machen sich Leute auf den Weg in die tiefsten Höhlen der Speedrun-Welt und versuchen noch mehr aus den Spielen herauszuholen, nochmal einen neuen Rekord aufzustellen, der dann wahrscheinlich von wem anders wieder geschlagen wird. Die Speedrun-Szene ist so unglaublich bemerkenswert und gleichzeitig so sinnlos zugleich. Von Leuten, die versuchen, neue Rekorde aufzustellen in einem 20 Jahre alten Spiel, das kein einziger Mensch mehr spielt. Bis hin zu Gamern, die 4 Monate am Stück streamen, um einen Rekord zu brechen. Also tut mir leid, das ist ja eine persönliche Wertung von ihm, die Sachen, die sinnlos sind. Also guck dir mal Olympia an. Da geht ein Typ hin, der nimmt sich eine Kugel an den Hals und dann stößt er die, dann wirft er die 20 Meter weit. Mega. Also. Ja, das ist richtig. Auch nicht. Also so für die Weltgeschichte ist das jetzt auch kein großer Sprung. So. Also, das ist jetzt schwierig vergleichbar. Aber ich frage mich bei diesen Speedrun-Leuten tatsächlich, die wollen ja alles möglichst schnell durchspielen. Ja. Spielen die denn beim ersten Mal, sag ich mal, normal, weil irgendwie sich so auf Welt und Story oder überhaupt auf so ein Spiel einzulassen und so das zu genießen, oder kann man das dann nicht mehr? Die werden das bestimmt einmal durchgespielt haben, ja. Das wäre voll schade sonst. Meinst du nicht, dass du das Spiel erst durchspielst und dann deine Liebe dafür entziehst und sagst, okay, ich geil, auch. Da mache ich jetzt den Speedrun drin? Ja, hoffe ich, weil sonst kannst du das ja gar nicht 3 Monate spielen, oder? Nee. Paar Wochen rein gar nichts mehr wert ist. 300 Stunden lange Speedruns, die nur gespielt werden, um in etwas besser zu sein, was sonst eigentlich kein anderer Mensch auf der Welt macht. Am Ende des Tages bleibt Speedrunning die sich für immer wiederholende Sisyphusarbeit, das ewige Hochrollen des Steines, der kurz vom Ziel einfach wieder runterrollt. Und die ewige Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Look at the fucking pace! 50, 49, that's fucking right! I got it, might be 112. And it fucking is! It fucking is, baby! Like, how many fucking hours of my life have I wasted doing that bullshit? All I fucking do is waste my life away trying to get world records for a temporary goddamn high. That's the new world record. You are a legend! You are a legend, Chief! Please stop! Ow! Und wenn du da so viele Versuche hinter dir hast. There it is. There it is. Oh, I should probably fucking quit this game. Look, I fucking put my head through my wall. What? Okay. Ja, ich kann das schon verstehen, wenn du da hunderte Stunden. Oh Gott. Ich meine, da brauchst du wirklich Geduld. Ist halt die Wahrheit, weil wie mit Leuten, die halt auch ihr ganzes Leben trainieren, um bei Olympia dann das Stäbchen 5 mm weiter zu schmeißen. So, diese Dedication brauchst du halt. Oder so ein Diskurs oder alles. So, boah, krass. Guck mal, der kann so schnell rennen, dass der 100 Meter in unter 10 Sekunden schafft. Wahnsinn. Ja. Ja, also das war auf jeden Fall eine Leistung. Ein gutes Video. Und Jules, guckt auf jeden Fall auf jeden bei ihm auf dem Kanal vorbei, der macht ziemlich nice Videos. Danke, Jules. Super nett. Tschüss, Jules. Wir sehen uns dann bei PUBG wieder, ne? Hau rein, ciao. Tschüss.